keine Weihnachtszeit ohne Geschenke. Aber meistens sind die Wunschlisten der Kinder unendlich lang. Dabei können sich nicht alle Familien die Stofftiere, Puppen oder Rennautos für ihre Kleinen leisten. Aus diesem Grund hat der Duisburger Zoo bereits zum 4. Mal finanziell schwache Familien zum sogenannten Plünderfest am Nikolaustag eingeladen. Hier gibt es jede Menge Spielsachen, die ihren Besitzer wechseln wollen. Kein Wunder also, dass die Kinderaugen gar nicht mehr aus dem Strahlen herauskommen. Also ich fand das heute gut, weil wir wurden ja eingeladen und deswegen, dass wir uns auch vieles aussuchen durften. Wir durften uns 4 Sachen aussuchen und wenn dann noch ein paar Sachen übrig waren, dann durften wir uns noch was aussuchen, aber ich habe mir 3 Sachen, weil ich mich schon gefreut habe über die Sachen. Und das waren meine einzigsten Wünsche, die ich mir schon lange gewünscht habe. Und jetzt habe ich die dabei. Jedes Kind darf sich 4 Spielzeuge aussuchen. Und wenn am Ende ein paar Spielsachen übrig geblieben sind, dann dürfen sich die Kinder natürlich auch diese noch einpacken. So kommt auch wirklich kein Kind zu kurz und jeder Wunsch wird erfüllt. Ein Board, da muss man sich draufstellen und da muss man so wackeln. Dann habe ich noch ein Skateboard und noch ein Schlagzeug. Einmal ein Fernrohr und da hinten gut viele Sachen. Ein Bärchen und ein Spiel. Einmal das Auto, dann einmal ein Skateboard und einmal hier so ein Teil, wo man so fahren muss, da wo man so machen muss. Und dann fährt das und so lenkt man. Ein Skateboard, Lego. Nicht nur die Spielsachen sind heute kostenlos, auch der Zoo-Eintritt wird den kleinen Plünderern geschenkt. Und damit gibt es 18 Tage vor Weihnachten bereits eine schöne Bescherung.